Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Miedekrieg. Ja, ich bin in letzter Episode gestorben. F. Aber ich habe ja gesagt, ich werde das Finale noch kommentieren. Dementsprechend. Schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, Mevolent. Ich hatte Tränke, ne? Ist der schon bewusst? Aber der wird vermutlich das ganze andere Zeug sich noch holen. Ich bin gespannt, ob die anderen das mit dem Strahl noch nutzen. Weil dadurch kann man halt echt ein anderes Team noch finden, was halt irgendwo sneakt oder so. So. Dann kommt der Effekt. Der Effekt sollte dann Spieler zeigen, die... Ey Leute, der sagt nach da. Was macht ihr? Achso, ja, sie werden es gesehen haben. Okay. Oh, Mysterion. Nein. Hä? Der Fall kam nicht von denen. Uff. Okay, Mysterion ist erstmal richtig im Kreuzfeuer. Ui. Uff. GG. Und somit wird automatisch... Sollten die eigentlich... Ja, okay. Die... Gehen lieber weg. Gerade Melonen bekommen. Okay, das heißt, Mevolent chillt hier noch so ein bisschen. Die Base. Ja, die dürften eigentlich, finde ich jetzt nicht, also Burning Dark und Luca dürften denen Zeit lassen. Es sei denn, sie haben keine, ach nee, das schaffen die nicht mehr zeitlich. Und da wollen die sich jetzt noch hochheilen oder sowas. Ja, das haben sie es geschafft. Gucken, was die hier. Oh, die machen also mal ordentliches Braufest. Alex schaut sich das Zeugs an. Wir wollen das ordentlich am Brauen. Ja, man kann Glowstone bekommen, wenn man Hexen tötet. Also es ist nicht unmöglich. Und es wird interessant mit der Nether Season. Aber ich muss mir das noch alles überlegen. Wie wir das machen. Ob ich vielleicht sage, es wird irgendwo ein Portal geben. Es wird das einzige sein, mit der man ins Nether kommt und so. Kürbis nutzt die Axt. Ja, jetzt werden Spiele angezeigt. Das heißt, die wissen eigentlich, in der Richtung sind die Spieler. Oder sie haben Effekte aus. Das kann natürlich sein. So, die sind noch am Craften. Und hier oben Mevolent. Setzt jetzt eure Wetten. Wer wird diese Season gewinnen? Ach, es ist obvious. Ja, also wir haben schon alles Mögliche gehabt, ne? Das ist immer das Interessante, wenn Mevolent jetzt irgendwie komplett ausrastet, dann wäre das schon krank, aber ich glaube nicht. Ah, er ist full HP, ne? Ich habe vor Beginn der Season schon gesagt, dass 21 ohne Probleme gewinnen wird. Team 21. Okay. Die scheinen sich da jetzt so ran zu sneaken. Keine Ahnung, was sie da jetzt machen. Der hat nicht getroffen. Leute, achso, ich dachte gerade, der hat eine Enderperle geworfen. Ich will nicht. Oh, Stärke! Wurftrank! Oh boy. Oh nein, Luca ist down. Und Burning Duck wird down sein. Uff. GG. Ja, Mevolent. Wo ist er denn? So. Faires 1 versus 1. Ja, vielleicht machen sie ein 1 versus 1.
Machen wir. Ah, das finde ich immer so richtig cool, dass die Leute quasi hier richtig fair drauf sind. Ich guck gerade mal. Okay, die sind alle im Channel. Okay, ich will jetzt nicht in den Channel von Kürbis und Alex. Ja, das heißt, dass die Spieler irgendwie... Jetzt, wenn kein Effekt... Achso, der Effekt ist wieder da. Suche mich. Der Effekt war da. Sie hätten es sehen können. In welche Richtung er ist. Nope. Fallschaden genommen. Löbes oder Selbstmord? Was? Die Effekte zeigen auch auf deinen Mate, wenn du zu nah bist. Oh, ihr werdet Tränke ausgetauscht. Ja, solltet euch nicht aufteilen, wenn ihr sucht. Solltet ihr zusammengehen. Gleich müsste nochmal der Effekt kommen, aber vermutlich wird der Effekt dann halt zu seinem Mate angezeigt. Uff. Jetzt gleich wird's losgehen. Ah, die sind gerade getrennt, glaube ich, oder? Wenn die gerade so getrennt rumlaufen, dann können die ja... Nutzen sie die Effekte? Hä, sehe ich nur die Effekte? Okay, jetzt geht's los. Er hat gelernt. Okay. Schauen Sie sich diese professionelle Sicht an. Ja, okay, ich glaube, die Sicht ist immer ein bisschen doof. Will der zuschauen, oder? Oder was macht der? Water MLG. Hä? Okay, super lost. Oh. Reine Herz pro Schlag. Geht der AFK oder was macht der? Ach, keine Ahnung. Oh boy. Ja, so wäre ich geendet, Leute. Kürbis ist echt gut mit der Axt, glaube ich. Okay, GG. Function Ende. GG. Nice. Alex. So, jetzt können die meinetwegen noch gegeneinander kämpfen. Die werden automatisch dann auch hochgeheilt. Ist das nicht schön? So. Nice Season wie immer. Dankeschön, danke. Und wenn ihr selber mitmachen wollt, ja, der Link ist auch in der Videobeschreibung. Ja, könnt ihr euch anmelden oder minecraft.de, das geht auch. Müsst euch einfach anmelden für die nächste Season. Momentan findet das jeden Samstag statt und ja. Bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen, wünsche allen noch einen
wunderschönen Tag und sage tschö. Bis dann und man sieht sich. Tschö. Ah ne, Moment. Warum schauen wir uns nicht das Finale an? Die werden noch gegeneinander kämpfen. Ja, wäre glaube ich noch ganz nett. Was viele nicht wissen, meistens gibt's noch einen Endkampf. Oh. Oh. Ja, ich denke Kürbis gewinnt das, oder? Ich glaube Kürbis ist besser als Alex in PvP. Hätte ich jetzt gesagt. Oh! Oh! Ja, muss Kürbis. Oh. Oh. Eine Wendung! Oh boy. Perfekt, aber jetzt war's das. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und sage tschö. Bis dann und man sieht sich.